Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von euren Charles und den Nathalie habe ich auch wieder mit heute. Wir sind am Weg nach Yas und zwar zum Gulf 12, das heißt zu einem 12-Stunden-Rennen. Hab VIP-Karten bekommen von einem guten Freund von uns, den werden wir auch noch besuchen, das sehen wir aber später. Und jetzt machen wir uns einmal weg von Rim Island nach Yas Island. Ja, und du bist voll motiviert? Ja. Ja, wie will sie? Somit, wir sehen uns später. Bis gleich. Also wir sind jetzt bereits auf der Rennstrecke, man hört. Ja, laut. Heißt ziemlich, die Nathalie hat schon mal ein bisschen geguckt, die ist ein bisschen überfordert. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wo wir uns bewegen, das heißt wir sind jetzt im Paddock. Das heißt also im Innenbereich, da wo sich ja normal die Formel 1 und so weiter alles abspielt. Das heißt, ich spiele euch Sequenzen ein, ich werde ein bisschen was aufnehmen. Wir werden dann ein bisschen quatschen, wie man hört, es ist ziemlich laut. Aber die Nathalie ist einmal ziemlich beeindruckt, glaube ich. Ja, richtig geil. Ja, gefällt dir gut. Ja, und somit, wir gucken es uns mal an. Ne? Also wir haben jetzt auf die Tribüne zurückgezogen. Zur Erklärung, das Rennen 12 Stunden Golf heißt, es werden zweimal 6 Stunden gefahren. Das erste Starten war vormittags, es ist jetzt Localzeit 15 Uhr. Der zweite Start ist gegen 16 Uhr. Zwischendurch gibt es noch historisches Rennen, gibt noch Car-Show, Supercars-Show und das werden wir uns jetzt alles nach der Reihe angucken. We'll be right back.
So, wir haben es jetzt in die Boxengasse geschafft. Ja. Und wir schauen uns jetzt ein paar Autos an, denn die Nathalie, die will zwar probieren, sie wo reinsetzen, aber ich glaube. Ich probiere es. Ich glaube nicht, dass man sie einfach in eine Rennkarre reinsetzen kann. Man kann es probieren. Ja. Du musst einen schicken Fahrer suchen. Ja, dann schauen wir mal los. So, na dann schreiten wir mal voran hier. Sind alle schon, ja, busy, wie man sieht. Welche Karre gefällt dir denn? Die rechte oder der Renault, wirklich? Renault und Peugeot, das fahrende Klo. Im Ernst jetzt? Hier einer meiner Favorite Cars. Unbedingt. Eines meiner Lieblingsautos. So, meine liebe Nathalie. So. Ich habe ja vier Autos für dich stehen. Mhm. Einmal haben oder wir einen. Nein, einen können wir uns aus. Wir schauen uns immer an. Pass mal auf. Wir haben einmal einen Mercedes. Ja, das ist ein sehr schönen. Ja. Gehen wir mal hinten. Mit der Emirati-Flagge drauf? Ja, das kannst du auch mit der Emirati-Flagge. Haben hier einen AMG, natürlich, einen SLS AMG stehen. Und welches zu nehmen, also hier auch unser Race-Director, hier der Andi Meckler und mein Freund eben der Michael, die uns hier eingeladen haben. Danke. So gehen dann später dann nochmal. Also hier haben wir meinen AMG. Okay? Das nächste zur Auswahl für dich hätte ich einen McLaren. Ein 650S. Was sagst du dem? Das ist dein Auto. Ja. Okay. Na, wissen wir noch nicht, ob es dein Auto ist. Sehr schicker. McLaren. Das nächste ein Lambo, einen klassischen Lambo. Der gefällt mir. Ja, nein. Nein. Jetzt, so. Und das letzte, der ein bisschen aus der Reihe tanzt. Auch schön, natürlich ein Audi. S8, aber. Na, der gehört dir. Im Vergleich zu den anderen Autos, wenn ich mal überlege, zu welchen tendierst du jetzt eher? Na, zu dem und welcher, zu wer dem. Ist der? Also der Mercedes? Ja, der McLaren. Der McLaren, wirklich? Und der Lambo, okay. Na gut. Ja, also mir eher, ich nehme da dann wohl eher den AMG mit. Ja, also am Ende vom Video fahre ich jetzt am AMG heim. Und ich mit den anderen zwei. Du fährst die anderen zwei heim. Na ja, dann. So, aber wir haben doch nachträglich doch noch eine andere gefunden. Wir haben hier noch einen Lambo. Ja, Lambda Performance. Sehr schicke Autos. Und das ist, hier haben wir dann auch auf einem Ford stehen. Sehr schick, was hier so rumsteht. Ich habe noch Autos gefunden. Wir haben hier noch einen Aston Martin stehen. Das ist das Gelbe. Und, ja, das war der Audi. Ja, sehr brav. Und wir haben hier noch eine Viper. Eine der neuen Modelle. Auch sehr schick. Ja, sogar offen. Nein, dann hätte ich lieber den doch. Welchen denn? Den mit dem Krach? Den lieber? Ja. Dann gehen wir mal hin. Fragen wir mal, ob sie reinsetzen. Jetzt komm mal mit. Schnell. Komm mal mit. Hello, my friend. How are you? I'm Charles. Hey, how are you doing? Brian. Hey, Brian. Can you sit in the car for a moment? Oh, you forgot your cell phone. Oh, unbelievable. How many horsepowers? Like 5. Oh, so very nice. Very nice. So, Max, Dali, ja, ein Auto für dich, ja? Ja, sehr schön. Oh, nein, Dali ist gerade mega happy. Übelst. Ja, übelst. Gefällt dir die Kamera, ja. Schöne. Ja, der Audi gefällt dir wirklich. Also. Ja, sitzt mal bequem, ja. Das Ding hat über 500 Pferde, ja. Der ist so geil. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben hier noch ein paar Autos, die gucken wir uns jetzt noch weiter an. Wir haben hier einen 918 Spider, ja. Alla die Karre, Wahnsinn, ja. Gucken wir da mal rein. Sicher? Oh, das Ding ist echt nice, ne? Der gefällt dir nicht? Oh, der ist doch schick. Der Matte. Du stehst echt auf den Audi, oder? Ja. Okay. Aber 918 Spider ist halt schon geil. Und? Ein Lambo hätten wir auch noch. Ja, also jetzt fällt die Auswahl mittlerweile wirklich schwer, was wir da mitnehmen, oder? Ja, den Matten. Den Matten? Du willst unbedingt den Audi. So, ja, also die Nathalie, die ist jetzt immer noch geflasht von ihrem Auto. Alter! Ja! Deutsche Qualitätsarbeit, ne? Audi. Aber wir stehen jetzt im Moment beim Hafen, weil eine der Sonderbarkeiten. Natürlich meine Boote. Abgesehen, ja, wir haben echt hier Boote. Und zwar, wenn man guckt, ich schwenke es jetzt mal so,
Da hinten, das ist das Jas Viceroy Hotel. Ein sehr ein exklusives Hotel. Die, was Formel 1 gucken, die kennen das. Das ist das Ding, was beleuchtet wird. Vielleicht schaffen wir das noch, dass wir das heute aufnehmen. Ja. Und natürlich die Boote. Jetzt ist die Frage, welches ist meins und welches ist deins? Also deins ist das Rote und der Rest sind meine. Wie, das ist, das, wie nur das Rote? Nur das Rote, das ist meins da? Ja, nur das. Und das, die anderen nicht, oder was? Nein, die anderen sind meine. Das sind alle deine. Ja. Ich habe jetzt drei Autos. Ja. Drei Autos ja. Und da ganz viele Boote. Ja, also wir sind uns nicht wirklich einig wegen die Boote. Aber Fakt ist, es ist also relativ schick hier, oder? Das sind meine Boote. Ja, aber genießt du den Nachmittag? Ja. 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 Lustigerweise, normal magst du ja nicht so Autos. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber in dem Fall? Das sind echt geile Autos. Echt geile Autos. Ja, aber nur, weil es drin sitzen hast dürfen. Das Ding ist, wenn man es übers Fernsehen sieht, kriegt man es halt nicht so mit. Aber okay. Wenn man so live dabei ist, dann ja. Man das. Riechst du den Benzin, ja, und die Reifen, ja? Ja. Ja, ist geil, ne? Ja, ich mag's. Auf jeden Fall, ja. Wir warten jetzt da. Das nächste Rennen kommt jetzt dann. Die 6 Stunden gehen weiter und ja, wir dürften anscheinend auch mit unseren Karten, die wir haben, anscheinend in den Grid. Und vielleicht gucken wir uns dann mal diese Grid-Autos noch an. Ja. Weil Grid-Mädel haben wir ja eh schon mit. Ja. Also gucken wir mal. So, lieber Nathalie. So, also jetzt bist du das erste Mal in einem Starting-Grid. Ja. Cool. Gefällt dir. Sehr schön. So. Ja, passt. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, aber wir gucken uns jetzt noch ein bisschen was an. Denn es gibt da schon eine Menge Autos zu sehen. Ne? Alles glitzert, glitzert alles. Ja, es glitzert alles. So, also bewegen wir jetzt mittendurch. Die haben es ein bisschen eilig. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen im Stress. Bewegen mich jetzt ein bisschen alleine hier durch. Hallo. So, mal weiterlaufen hier. Vielleicht finden wir ja wirklich den Renndirektor. Mal gucken. Ne? Sehr viele schöne Autos im Renngrid. Ich laufe hier mal durch. Achso, Nathalie ist ja auch da. Und? Gefällt dir das? Willst du in ein Auto reingucken oder nicht so? Ja, schau, der ist offen. Schauen wir mal da rein. Gucken wir mal. Ja, viel Platz ist nicht, ne? Oder? Nicht wirklich? Oh ja, tatsächlich. Siehst du, hier ist der Michi. Ja, vielleicht bin ich jetzt auch drauf. Hier ist der Michael und, wenn ich vorstellen darf, der Andi Meckler. Servus Andi, grüß dich. Und geht's euch gut? Ja, danke, geht's euch gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Kannst du erklären, was ist die Aufgabe des Renndirektor? Unsere Aufgabe von mir sind diesmal aus Europa, aus Österreich geflogen. Ja, direkt die Ehre, aus Zeltweg, ne? Ja, genau, aus Spielberg, am Red Bull. Der Michi und ich, wir haben diesmal die Aufgabe beim 12-Stunden-Rennen. Als Race Director, als verantwortlich mit meinem Beauty, meinem Stellvertreter. Ja, ist klar. Und ja, da wird es. Aber bist du zufrieden, oder? Ah, die Rennfahrer machen das so. Nicht zufrieden, aber ich würde sagen, es läuft alles planmäßig. Es gibt beim Rennsport gibt's immer Diskussionen, ja. Aber für das sind wir hier und ja, so ist es. War heute schon ziemlich heftig mit einem heftigen Abflug. Ja, ja. Fahrer ist soweit okay. Okay. Und für das sind wir hier. Und jetzt schauen wir, was der zweite Teil der 6-Stunden-Rennen bringt. So ist es. Aber ihr habt echt viel vor, noch 6 Stunden, ne? Geht bis Mitternacht. Bis Mitternacht. Ja, alles klar. Es gefällt uns eher, wenn es ein richtig Nachmittag ist. Ja, sehr schön. Dann danke vielmals, Andi. Danke euch. Viel Spaß noch. Viel Spaß beim Zuschauen in den nächsten 6 Stunden, oder? Ja, danke. Ja, danke. Ich bin hinter der Nathalie nach. Die ist ganz nervös, ganz fertig, weil sie muss Drachen fotografieren. Oh, schön auf schicker Ferrari.
Aber ganz schöner Starting Grid. Und wenn man sieht, die Sonne geht schon langsam unter. Ja, auf jeden Fall super Event. Gefällt mir sehr gut. Wir sind jetzt fertig, sind geflüchtet jetzt auch von Yas, denn es war einfach zu laut. Ja. Darum verabschieden wir uns jetzt so bei euch. Wir sind jetzt noch in der Yas Mall, was essen, weil ich habe echt Hunger und du auch. Wird es dir gefallen? Sehr gut. Ja, war gut? Ja. Das ist fein. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir wieder dabei sein, hoffe ich mal. Und ich bedanke mich fürs Zugucken, würde mich um Kommentare und Like natürlich freuen und schreibt es mal rein, was ihr für Fragen habt. Oder für Ideen für zukünftige Vlogs, weil wir wollen noch ein paar machen, wenn es geht. Ja? Somit Daumen nach oben nicht vergessen, somit ein Tschüss von mir und ein Tschüss von der Nathalie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.